Aber das ist doch das große Problem, der Munitionsnachschub. Daraufhin hat Zelensky auch noch einmal hingewiesen, es kommt einfach zu wenig, weil die Produktion bei den westlichen Unterstützern überhaupt nicht in Fahrt kommt. Also hat man da vielleicht auch zu viel Zeit verzögern lassen, um sich tatsächlich wieder auf Kriegsproduktion umzustellen? Naja, das nennt man Kriegsproduktion. Ich würde es anders benennen. Es ist einfach so, dass die Ukraine deutlich mehr Munition verbraucht, als hergestellt wird. Und Munition kann man auch nicht mal einfach so herstellen. Übrigens ist das in Auftrag gegeben. Das läuft auch alles. Sie wissen das auch, was den Gepard betrifft. Ja, die Munition jetzt inzwischen in Deutschland hergestellt wird, also nicht mehr in der Schweiz, damit wir nicht abhängig davon sind. Aber nehmen Sie zum Beispiel das Pulver. Das Pulver braucht eine Zeit lang, bis es trocken ist und eben dann auch verarbeitet werden kann. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Und das betrifft übrigens nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern viele andere Staaten auch. Der Verbrauch ist einfach immens. Das hat man sich vor vielen Monaten wahrscheinlich nicht vorstellen können. Aber wenn Sie mich so offen fragen, ja, wir haben vieles zu spät angeleiert, weil auch und vor allem im Kanzleramt da eben immer wieder gebremst wurde. Inzwischen, das weiß auch der neue Verteidigungsminister, sind die Bestellungen sozusagen auf den Weg gebracht. Und das ist auch von ungemeiner Wichtigkeit, übrigens nicht nur für die Ukraine, sondern auch für unsere Bundeswehr und für die anderen Armeen in der NATO auch.